Moin Moin und hallo, heute möchte ich gerne zeigen, wie ihr den rechten Multifunktionshebel verwenden könnt an eurem Mazda CX-5. Der ist für das Spritz da. Wir sitzen im Fahrzeug, vor uns das Lenkrad und auf der rechten Seite haben wir einen weiteren Hebel. Das ist auch ein Multifunktionshebel. Dieser Multifunktionshebel ist dafür da, um unsere Waschanlage im Fahrzeug oder am Fahrzeug zu benutzen. Es gibt einmal eine Frontwaschanlage und eine Heckwaschanlage. Beide Waschanlagen sind natürlich auch mit Scheibenwischern ausgestattet. Und die können wir hier drüber bedienen. Wir haben einmal nach oben, kurz, blöp, blöp, dann kommt er einmal. Und wenn wir uns nach unten bewegen, einmal, dann sind wir im Automatikmodus. Und danach gehen wir nochmal zwei Stufen, einmal schnelles Intervall und einmal super schnelles Intervall. Hier drüber können wir die Empfindlichkeit einstellen, in der unser Sensor, der hier oben da drinnen sitzt und der checkt die Niederschlagsmenge, die auf eure Frontscheibe aufprallt und entscheidet im Automatikmodus dann, ob gewaschen wird oder nicht, beziehungsweise der Wasseranteil weggetragen wird durch den Waschfreund, durch die Scheibenwischer. Die Intensivität, sprich wie empfindlich es ist, könnt ihr über dieses mittlere Rad auswählen. Und dann haben wir noch hinten. Hinten ist am Heck. Aus ist off. Das ist im Intervallen. Das hier ist permanent. Und hier dieser Rückschlag bedeutet die Waschanlage. Diese ganzen Funktionen, die ich euch hier gezeigt habe, sind nur funktionierend mit Zündung an. Also wir setzen uns hin und schalten die Zündung an. Das Fahrzeug ist nun im Modus. Und jetzt können wir sie ja mal ausprobieren, die gute alte Scheibenwischanlage und das andere Geplörre. Erste Position, der rechte Multifunktionshebel, einmal nach unten, bedeutet Automatikmodus. Und ihr seht, dadurch, dass es gerade regnet, ist der Scheibenwischer gerade angewiesen. Wenn wir jetzt die Empfindlichkeit hochsetzen, wird er nun die Regenmenge, die gerade auf die Frontscheibe fällt, messen und dann sagen, okay, ich gehe jetzt früher an, als wenn ihr die Sensor sehr nach unten schaltet. Denn er oder dieses System schaltet natürlich auch dann Intervall oder schneller, langsamer etc. durch. Um jetzt manuell hier abzugehen. Einmal nach oben, einmal durchwischen. Einmal nach unten, Automatikmodus. Ein weiteres Mal runter, Intervallmodus schnell. Schneller. Das ist der schnellste Modus. Und jetzt gehen wir wieder nach ganz oben und sind wieder auf aus. Jetzt wird nicht mehr gewischt. Gleiches Spiel machen wir jetzt hinten. Hinten werden wir nun hingehen. Und werden jetzt hinten den Scheibenwischer auf Intervall setzen. Ihr seht, er bewegt sich einmal. Ein weiteres Mal bewegt er sich permanent. Und jetzt, wenn wir spülen wollen, drehen wir den noch einmal. Und dann kommt Wasser, Spülwasser aus den Düsen. Sehr nice. Um es wieder auszuschalten, auf die Off-Position. Ihr könnt auch mit nach in die andere Richtung bewegend einfach Waschwasser draufgeben und dann wird er ein paar Mal wischen, bis dies dann Geschichte ist. Das heißt, ihr habt zweimal Optionen, einmal nach oben bewegen oder einmal nach ganz unten bewegen. Beide machen das Gleiche. Jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, wir gehen jetzt wieder nach vorne, vorne das Waschmittel drauf zu packen. So, wir gehen jetzt davon aus, es ist voll dreckig, da sind Insekten dran etc. Wenn ihr dann den Hebel, den Multifunktionshebel, zu euch hinzieht, dann spritzt da vorne. Jetzt wird gespritzt. Gleichzeitig zum Spritzen wird auch dann die Abtragung aktiviert. Das heißt, Spritz geht an und wird auch direkt weggetragen. Wenn ihr zweimal Spritz macht, dann schaltet ihr die Reinigungsanlage für eure Frontscheinwerfer ein. Zap, zap. Jetzt werden die Frontscheibenwerfer auch gereinigt, weil wir haben ja da LED oder Xenon dran und die sind mit einer
Waschanlage auch ausgestattet. Also nochmal, einmal ziehen, Frontscheibe. Zweimal ziehen, Frontscheibe plus eure Beleuchtungssystem wird gereinigt. So könnt ihr also sinnvoll und effizient euer Fahrzeug bewegen und diesen besagten Schalter hier auch nutzen. Ich empfehle, oder so wie ich es immer mache, ist Automatikmodus. Also jetzt sind wir ganz oben, das ist der oberste. Dann wären wir im nächsten Modus, das ist der Automatikmodus. Und dort mache ich die dritte Option. Das ist so ein Mittelding aus beiden Welten. Und er macht es automatisch und er macht es ganz gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.